So, ich sag ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bieberfelde Multiplayer am ersten Advent. Ja. Ich hoffe, ihr habt nichts Besseres zu tun. Ihr müsst ja unsere Videos gucken. Mit dabei ist Schmidi. Moin. Und mit dabei ist Herbie. Moin. Moin. Ja. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Aber wir machen trotzdem Videos. Wir sind ja jetzt wieder am Start. Gut, dann fangen wir mal direkt an. Ich nehme die 3. Genau. Schmidi wollte die 1, Herbie die 2, ne? Ja, genau. Ja, also ihr habt ja gesehen, dass wir mit einer Tutorial-Reihe angefangen sind. Das kann ich ja jetzt schon mal vorweg ein bisschen erzählen. Die Tutorial-Reihe, die werden wir fortführen. Wir werden aber halt auch die Videos in, also nicht in regelmäßigen Abständen machen, sondern halt, wir lassen ein Video erstmal ein bisschen online, dann kommt das nächste. Aber ich hoffe, dass euch das Video schon mal ein bisschen helfen konnte. Ist natürlich sehr zeitintensiv, diese Videos auch immer aufzunehmen. Aber da habt ihr ja wahrscheinlich mittlerweile schon Verständnis für. Oh. Ladendieb. Mein Aldi-Parkplatz ist noch nicht wieder besetzt. Ja, müssen wir gleich schon direkt löschen. Sonst draußen Pol 1 hast du schon, oder? Nee, weiter durchgeben eben. Wer nimmt Rettungsdienst? Da irgendwie was schon geplant? Soll ich RD1 nehmen? Ich kann zwar, ist egal. Ja, mach mal, ich nehme dann unten die, die Zweier. Ah nee, das ist blöd. Nee, warte, warte mal, du hast bei der BF1 ja eh schon Rettungsdienst stehen. Dann snack ich mir mal die Einser, ja? Ja. Kann ich das noch irgendwie löschen? Ja, draußen kann ich mit der Debug gleich. Ja, muss immer das weitergeben. Hast du die 1 schon initialisiert? Jetzt, ja. Ja, ist nicht schlimm. Ich sehe nur das NEF und den RTW löschen. Ach. Wie sieht das aus mit außerhalb? Die Freiwilligen habt ihr schon, oder? Nö. Sind weg. Willst du mal einer von außerhalb? Ich? Ja. Ja, ich nehme wohl die 6er. Okay. Christian oder Herbie, welches Polizeifahrzeug wollt ihr haben? Sonst löscht auch wieder standardmäßig den CN2 und den CN4, oder? CN2, CN4 ist weg. Ja, wunderbar. Schmidt, hast du mitbekommen, ne? Ja, habe ich. CN2 kaufen. Zu dem Männchen unten fährt jemand, ja? Ja, aber schaffen wir nicht mehr. Erledigt, okay. Geht ja schon wieder gut los. An, ne? Den hätten wir noch geschafft. Wenn wir uns nicht immer so streiten müssen. Ja. Wer was nimmt. Immer, wer will den und der will das Auto und. Ah. Wer fährt zu dem Gebäude da oben? Ja, fahr ich hin. Alles klar, ich mach dir die Schranke auf. Bau nochmal einmal das weiter, bitte. Kriegst du sofort. Jetzt. Brauchst du mich überhaupt für die Schranke oder kannst du die mittlerweile alleine aufmachen? Nee, aber mein Motorrad kommt auch. Beziehungsweise von wo kommst du? Ich bin jetzt auf der Höhe. Achso, okay, ja gut, da wird mein Motorrad. Alter! Ich dreh ab, ne? Ja. Gut, also. Von meiner. Ja, von meiner Wache kommt 2 RTWs und ein HLF und ein EEW. Okay. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch ein NEF und Bullerei machen. Dann. Polizei kommt von mir komplett, da braucht ihr gar nichts mehr hinschicken. Steht noch einer NEF? Ja. Wache 2 und. Oh Gott. Sehr gut. NEF ist unterwegs. Ja, wunderbar. Auf dem Weg. So.
Hat die Verfolgungsjagd wohl nicht funktioniert, oder? Was für eine Verfolgungsjagd? Ja, das Polizeifahrzeug da. Ah, okay. Tja. So. NA trifft sofort ein. Sehr löblich, sehr löblich. Ich stelle mich bei deinem LRF hin. Jo. Aber Patient Nummer 1 kann auch ohne Notarztbegleitung transportiert werden. Jo. Genug Kräfte vor Ort, ja? Ja. Positiv. Fraktur macht ihr noch, ja? Bin ich dabei. Haben wir alles initialisiert? Ja. Jo. Na, oh, das sieht gut aus. Ja. Das sieht sehr gut aus. Schönen Kaffee. Hast du auch einen, Herbie? Das ist ja vorbereitet, so ist es nicht. Ja, klar. Okay, ja. Also ich könnte von... Dein Löschretter kann einladen. Gucken, vielleicht kann er ohne fahren, dann habe ich auf jeden Fall ein NA frei. RTW müsste auf jeden Fall noch wer anders schicken. Ich kann RTW von ganz unten schicken. Ja, schick mal von der 2 ein los. Kommt. Synkope. Los. Mach jetzt hier. So, okay. Abschlepper ist bestellt. Negativ. Jetzt. Wunderbar. Patienten sind weg, ja? Noch nicht. Okay. Dann halte ich die Schaulustigung noch mal ein bisschen zurück. Ja. Sehr gut. So. Ja, wunderbar. Ja, NEF kann. Fährt weiter durch. Ja, wunderbar. RTW kommt. Jo. Wo läuft er denn her? Stopp, hier hin. Ach, schade. Gott. So. Er muss einmal außen rumlaufen zwischen dem. Jo. Hab ich gemerkt. Bahnels kurz vor Christian, ja? Ja. Ja, hier Feuerwehr kann wieder anrücken, ne? Ja. Ja, schönen Dank. Ja, kein Problem. Immer gerne. Ich pack die Hütchen mal von der Straße weg, ne? Jo. Ja, Patient kann eingeladen werden. An der Baustelle. Ja. Oliver, was macht der Nachschlepper? Ja, der muss eben außen rumfahren. Ha! Okay. Ach, die alte Scheiße. Oh! Sehr. Ja. Sehr gut. Hat sich's wieder ausgezahlt, ja? Gleich die Knarre, ey. Was geht auf
Was ist denn heute los da in dem Laden? Gibt's da was umsonst oder warum klauen die da alle? Der letzte gerade auch schon. Herbie, du müsstest dein Feuerwehrfahrzeug mal eben kurz gleich da wegfahren. Das Sätze? Ja, sehr gut. Christian, du musst transportieren. Jo. Ach, transportieren, begleiten. Mit sollen wir Wege rechnen oder? Klar. Aber du musst erstmal wegfahren, dein. Ich muss erstmal wegkommen, richtig. Aber ich habe gerade aus Versehen, bin auf einer Person gespawnt. Ungünstig. Sieht schlecht aus. Das läuft heute wieder so dermaßen gut, ey. Ja, sonst, genau, setze eben Marker daneben. Beziehungsweise musst du den komplett auf der Straße setzen und sonst. Ja, macht er nicht. Nicht mal das. Macht er gar nicht? Nein, macht er gar nicht. Hm. Warte mal. Warte, ich guck mal hin. Ja, warte, ich krieg's hin. Dann ja. Läuft ja. Ah, hier. Hey. So, das. Die, ach, sicher. Ich hab doch die Latschen gesehen da unten. Jo, sehr gut. So. Juti. Okay, Poladendieb, der ist ja gerade auf dem Weg, ne? Sind schon da. Sauber. So, dann fährt die Aldi-Streife direkt da unten wieder hin. Lohnt sich ja anscheinend. Nicht, dass da was verpasst wird, ne? Ja, echt. So eine Demo oder so. PKW-Brand, das ist meins. Okay. Weil mein HLF gerade in der Nähe ist, ne? Ja, fahr doch rüber. Ich schick das mal hin. Ja, ich komm trotzdem. Ja. Autobahn mache ich zu. Oder müsste kommst du halt nicht, die Spur sein. Abgemeldet. Nee, ich komm. Mit dem Makunda oder was? Nee, ich komm mit dem TLF. Okay. Autobahn ist dicht. Autobahn kommt auch, ne? Ja, ist unterwegs. Ja, wunderbar. Machen die linke Spur lasse ich offen, die rechte mache ich dicht, ja? Ja. Weil der Verkehr muss rollen. Mit was für einem TLF kommst du denn? Von der freiwilligen Runden. Ja, die Vierer. Dreier wahrscheinlich. Ja. Ach, genau. Was hast du? Dreier HLF jetzt TLF alarmiert? Ach, Dingens. Warte mal eben. Christian, fährst du? Autobahnpolizei ist gleich da. Abschlepper auch schon umstellen oder ja. Schon aus dem Feuerchen. Ne, ich habe das LF eigentlich von den Dingens, von den Vierern bestellt, aber das kommt nicht. Ne, das kommt nicht, hab ich ja gesagt. Na, aber klar. Das ist abgemeldet, mein Lieber. Oh. Direkt neben uns. Ja, kann ich wohl schon. Ja. Also ich hätte... Nee, habe ich nicht frei. Christian, unten kommst du so klar, oder? Ja, ja. Ist ja nur Fraktur nach Sturz. Stimmt, von der
Gartenbank hier oder so gefallen. Ja, von der Bierbank, mein Lieber. Das Ja. wahrscheinlich. Ach, guck. Hubschrauber wollen wir nicht bestellen. Sehr gut. Das sagst du jetzt. Ja, und dann geht's ja los. Herbie, kannst du deine Feuerwehrleute mal eben ein bisschen zum Auto ziehen? Da fahre ich hin. Okay. So, was sagt er? Sehr schön, dann kann die Autobahn ja auch wieder zurückgebaut werden. Ja. Dann schauen wir mal, was er hier hat. Das Mädchen. Madel? Ja. Ja. Bestimmt ein Appendizitis oder so. Also ich kann Erte wieder hinschicken. Reicht ja. Kann sagen, mehr brauchst du auch nicht. Ja, wenn ich ihn frei habe. Nein, ich glaube, er ist in der Hallo? Desi. Nee, ich hab nix. Mit die schickst du den Zug der RTW von der B1? Ja. Ich habe unten den Bierbank-Abfaller, habe ich adipös. Ja, sauber. Ist schon ITW ist bestellt. Ja, sehr gut. Du kannst sie auch selber alarmieren. Richtig. Fuchs. Ja. Ja. Hab wahrscheinlich schon einen Grund gehabt, warum ich die kriege. Also Hypoglykämie fahre ich jetzt an, ne? Ja, okay. Ja. Akutes Abdomen hast du alles? Akutes Abdomen fährt. Ach, der fährt schon weg, okay. Ach, weißt du was, ich fahre mal bereits schon eine Runde. Ja, das ist doch nett. Christian hat noch einen RTW, oder? Nee. Ne, ja, gleich wieder. Also wenn jetzt gerade aktuell was ist, dann sieht das eher schlecht aus. Ein Okay. NA kann ich stellen. Ja, dann Herbie, schick mal runter. Ja, schon unterwegs. Ja. ITB ist auch gleich da. Scheiße. Ach Wo komm, wir kommt jetzt der einfach ITW mal. denn hin? Ach, da. Zur Bierbank. Zur Bierbank, genau. Ja. Was war denn da wieder? Weihnachtsfeier, Ja, vermutlich. oder? Weil das draußen dann ja doch etwas fröstelig ist, ne? Thorsten, wie hast du das gerade hingekriegt, dass der RTW da abhaut? Warte. Also, Wieso? Ist auf eine weil ich Person habe gerade gespawnt? dasselbe Problem. Ja, ich sehe die Person, oder? Jetzt. Danke. Fahren wir Ja. freiwillig hin, oder? Ja, fahre ich hin. Ich schicke dir noch ein TLF mit. Ja, nee, warte, lass mal ruhig. Ne, brauche ich auch, kann ich auch gar nicht. Danke. Wo brennt's denn da? Nee, lass mal ruhig. Ich alarmier wohl nach. Jo. Herbie, du bist da mit Polizei, ne? Ich fahr schön mit dem Iveco raus. Ja, Junge, hast du noch nicht geupgradet? Nee, vergessen. Oder ITW ist auch da. Alles klar. Dann raus mit euch. Und dann macht man die Übergabe. Was hat er denn jetzt gehabt? Eine Fraktur nach Sturz.
Ja, kein A bis D Problem. Kein Problem. Rein. Tschüss. Kein A bis D Problem. Ja, top. Dann fahren wir mal ganz entspannt. Kannst du Punkt, die okay, sieht auch gut aus. Sperrung der Kreuzung erweitern, Herbie, dass du in die Kreuzung reingehst? Was ist denn jetzt passiert? Christian? Boah, was denn? Kannst du mir ein TLF schicken? Ja, warte. Au. Oh. Da war die freiwillige Routine arschig. So. Aber BMA, da, warte mal, dann machen wir anders. Thorsten, kannst du kurz Pause machen? Ja, wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ihr habt nichts verpasst. Kurzen War Break-up. nur Pause. Genau. Ja. Pipi-Pause. Pipi-Pause. Okay, Christian, du fährst mit deinem Zug dann in den Schulhof rein, ja? Okay. Dann muss ich die neuen Nomen da wechseln hier. Ah. Oh, zieh durch. Sauber. Ja, top. Jetzt habe ich aber keinen Hydranten hier irgendwo auf Nö. dem Ich glaube, brauchst du auch gar Schiff nicht. draußen ja mittlerweile. Das geht. Ah, okay. Das geht klar. 1A. Aber trotzdem zur Sicherheit war das perfekt. Und BMA muss er eh zurückstellen. Ja. Ja. Ach So. doch, habe ich wohl. Hier ist einer auf dem Gelände. Ach stimmt, da bei dem Einsatzleiter, ne? Ja, ich habe es gerade erst gesehen. Wo ist die Person? Die ist doch hier vorne, oder nicht? Lol. Was für eine. Ach so, Diebstahl. Diebstahl, was ist Alter. da denn los hier? Mein Gott. Herrlich. Ja, Ja, Christian, danke. jo. Ist da noch eine BMA mehr? Nee. Nö, das ist nur eine. Weil die bei mir immer noch piept, aber dann Soundbug. ich. Ja. Hypoglykämie fährt auch. Jo. So, dann sind alle abgearbeitet, ne? Ja. Ja. Bombenalarm. Oh. Nein. Ja, Christian. Nein. Dann Doch fahr noch deine einer. 1 mal in Bereitstellung, wa? Ja. Ich bin auch Muss on jetzt the mal alles way. so zurückrollen. Ah. Bereitstellungsraum ist hinter der Feuerwache 1 auf dem Innenhof. Okay, so. Erste Behandlung und LMA rücken auch mal an. So. So. Da bleibe ich mit meinem Einsatzfahrzeug mal auf der anderen Seite stehen, wa? Und jetzt kommt auch noch eine Synkope. Ja, komm, da probier Ja. jetzt. Synkope brauchst du nicht, schicke ich gerade hin. Jo.
sollen die erstmal fahren, die Jungs. Gut. Bombe liegt da oben. Müssen wir mal eben den Platz evakuieren hier vorne, oder? Ja. Kommt der Bus? Schick ich. Top. Ein Problem. Ich denke auch, dass wir ein Problem kriegen werden. Nee, wieso? Oh. Wo ist der? Wer ist das? Hä? Wo ist denn der Brandstifter? Der rennt. Da, ich hab ihn. Der ist mit dem Prügel, der. Okay, dann, ja, Prio oben auf das Feuer. Ich schick dir nochmal die Freiwilligen rüber, ne, wenn's klappt. Naja, aber du musst ja mit Robert da wegfahren. Ja. Dass jetzt auch wieder alles gleichzeitig kommen muss, das war so klar, ne? Hashtag Stress in die Kommentare. Ja. Na, ich erwarte schon gar nichts anderes mehr hier. Ja. Bombe liegt ja warm und trocken, ne? So. Oh, die liegt wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger da. Ich mach die Straße hinten zu hinter dir, hinter deinem LRF, ja? Ja, sehr gut. So. Okay, Feuerwehrunterstützung kommt schon? Ja, ist, sag ich dir gleich, ob die kommt. Sieht gut aus. Ja, okay. Und ein Bombenfund SEG ist da, ja? Ja, aber das dauert noch ein bisschen, bis die sich aufgestellt hat. Weil der Bombenräumer ist nämlich auch da. Müssen wir eben kurz zur Seite fahren, ne? Fliegt die Leine ja alles in der Luft. Na, bitte nicht, ey. Das wäre schlecht. Wo liegt die denn? Bei dem Baggerhaufen. Ach da. Also, hör, die SEG müsstest du gleich mal eben ein Stückchen wegfahren. Ja, ja. Mein Viererfahrzeug kommt, soll ich durchfahren oder ist schon. Du, es sieht schon gut aus. Ja. Also, das Gebäude ist schon fertig. Okay, dann runter zur Bombe. Gut. SEG müsste noch mal ein Stückchen wegfahren, damit ich mit dem Bus wieder rauskomme. Ja. Ich hab doch auch nicht drei Hände. So. Sonst fahr den Bus mal. Ja, weil die Arbeiter müssen ja auch noch alle weg. Wo sind die Arbeiter? Fahr den Bus mal, ja, fahr mal den Bus oben zur Wache 1, dann bring ich dir da die anderen Leute. Kommt. Oh, stimmt, die müssen da wirklich weg. Muss mit dem Gruppenführer dann rein, ne? Ah, fahr ich. Top. Kann ja auch noch mit Polizei machen, ne? Kannst du einzeln rein begleiten, ja. Okay. Ich kann diese nicht querstellen. So. Okay. Sollen wir die Wohnhäuser auch noch liefern, oder? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Bus steht vor der Baustelle, Christian. Ja. Also wenn wir schaffen, ja. Ja.
dann kann man die überhaupt evakuieren? Ja. Ja, ja. Rein oder alle Leute raus, ne? Aber du kannst ja, glaube ich, nicht in jedes Haus, oder? Nee, aber es sind nur ein paar Häuser, die du da... Komm, machen wir auch mal eben. Ja, wenn wir reingehen können, dann machen wir das. Ja. Das ist auf jeden Fall, ja... Viele sind das nicht. Das, hat einer Vertrauen in der Sturz, wie in am Stahl? Ja. Ah, weiß ich nicht, warte mal. Ich habe noch ein RTW in der 2. Ja? Hab ich frei, RTW habe ich frei, brauchst du nicht schicken. Sehr gut. Also die Bombe darf auf keinen Fall explodieren unten, ne? Ja, das wäre ungünstig. Christian, du hast noch eine Person da. Okay, das ist zu, das ist auch zu. Hier könnte man rein. Ich versuch mal in das. Ach, da ist auch noch einer. Guck mal. Hier ist offen. Ja, drei Personen sind noch in dem Gebäude. Ich evakuiere das mal. Wenn es klappt. Alter, da hab ich keine Zeit für, ey. Feichen, ne? Ja. Obwohl, ich hab oben noch frei. Brauchst du gar nicht. Ich hab oben an dem Ding jetzt meinen Vierer. Ja, okay. Ach komm, dann fährt mein HLF von der BF2 auch noch zur Bombenräume und die brauchen unten noch. Bestimmt noch Leute. Dein Auto ist auch wieder ein Fall für die Lakritzschneiden. So. Da hat er recht. Ja, den ganzen Laden hier leer räumen. So. Auf dem Weg, alles klar. Ja, ich fange an zu entschärfen, ne? Ja. Haben die das Gebäude jetzt evakuiert? Was gibt's? Ja. Na, die Gebäude sind noch nicht alle evakuiert, ne? Wird ausgeführt. Hoffen wir mal, dass alles gut ist. Kann ich Motorrad. Ach, du hast da, ne? Fraktionssturz fährt. Habt ihr da Polizei? Sonst schicke ich von unten. Weiß am Aldi-Parkplatz. Fahr mal gerade dahin. Oh, ich bin beim Falschen. Ups. Ja, ich brauche auf jeden Fall ein Fahrzeug. Ja. Ja, dann snack den mal ein, du. Wie weit ist denn der Entschärfer? Dann siehst du ja nicht, wie weit er ist. Dort ein bisschen. Setzt den Mann bei mir rein, gleich. Jo. Gut, Abschlepper habe ich dir vor unten dann bestellt jetzt, ne? Danke. Gut. Schauen wir mal. Jo, Kollege unten ist fertig. Alles klar. Schön. Können wir die Einsatzstelle wieder zurückbauen? Schön. Oh, ich muss jetzt debuggen. Kurz und schmerzlos. So. Ja, es war natürlich fachgerecht abgearbeitet. Aber sowas von. Ja, klar. Bus fährt weg. Mit den Leuten, oder? Ja, klar. Die werden mitgenommen. Ja, was sollen die denn da die ganze Zeit? So. Oh, Alter, ey. Kondor, hab ich was. Aber Schmidt auch, ne?
Fado ist jetzt schon unterwegs. Ich könnte eventuell eine RTW brauchen. Ja, ich denke. Aber kannst du ja selber holen, oder? Ja. Hör, wie fährt schon mal prophylaktisch hin? Ja. Ja, verdammt. Ja. Mann, ey. Ja. Der haut ab. Ja, ach was. Du. Nimm doch deine Waffe. Was gibt's? Ah, der ist weg. Na? Ja, doch, ist er. Auf dem Weg. Hol die Gnade raus. Ja, ja, und jetzt. Und jawohl! Ja! So wird's gemacht. Geil. Du Affe. Ja, da kann man ruhig mal klatschen für mich selber. Ja. Sehr gut. Also das war am das war haarscharf. Ja. Das kannst du so sagen, ja. Ah, natürlich neben dem ganzen Stress, den wir jetzt hatten, ne? Das war echt stressig, Alter. Mann, 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 du. Ja, du. Erstmal ein neues Fahrzeug kaufen. Wie sieht's zeittechnisch aus? Ja, ich wollte auch gerade sagen, könnten wir die Runde jetzt erfolgreich beenden, so, ne? Ja, das war eigentlich gar nicht schlecht gewesen jetzt. Ja. Ich wollte es auch gerade ansprechen, als du es gesagt hast. Ja, glaube ich. Ja, doch. Also ich denke, das können wir beruhigt machen. Ja. Ich würde sagen, wir beenden die Runde. Ja. Reingehauen. Ja, so, Beste, ne? Haut rein, ciao. Nein. Oh hier, ich sehe den Kater wie doch. Herbie, ich sehe den doch noch. Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit dem schönen KTW-Bild hier. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, einen schönen ersten Advent noch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.